Willkommen zu diesem Video aus dem wunderschönen Hochkönig-Gebiet. Wo sind wir jetzt? Momentan gerade auf der Taghaben-Schatte herum. Wir sind weggegangen vom Parkplatz der Erichhütten über die Erichhütten auf. Und wir haben jetzt noch ein bisschen was vor. Und zwar geht es von der Taghaben-Schatte da in der Zwischenzeit schon leicht mit Schnee viere und nachher so eine wunderschöne Hochwanderung bei den ganzen Felsen vorbei. Ganz vorne auf die Taghaben-Affe und nachher gehen wir einen Normalweg oben wieder zum Parkplatz retour. Und mit dabei ist neben der Anna noch die Sandrina und der Arnold. Hallo. Dem sind viel Spaß mit dieser wunderschönen Bergtour. Das ist unser Ziel, Taghaben-Schatte. Und da marschieren sie dahin, die drei Bergwagabunden. Fest im Gespräch, marschieren wir mal. Die Taghaube ist ein 2159 Meter hoher Berg im Hochkönigstock in den Berchtesgadener Alpen. Sie liegt auf der Grenze zwischen den Bezirken St. Johann im Pongau und Zell am See im österreichischen Land Salzburg. Der Gipfel kann auf einem markierten Wanderweg von der Erichhütte ausgehend erreicht werden. Wir entscheiden uns für die wenig bekannte Rundtour, die mit Drahtseilversicherungen etwas knackiger ist und Kletterstellen im ersten Schwierigkeitsgrad sowie Klettersteigpassagen der Kategorie B vorweist. Da unten sind wir jetzt raufgekommen, über die Erichhütten, rapidi zapidi zuck zuck zuck. Und jetzt sind wir da auf der Taghaben-Schatte, gell? Schönes, fesches Ausblick bis zum Großglockner. Voll geil. Ja, und weil wir da jetzt gerade herum sitzen, auf der Taghaben-Schatten gerade ein bisschen was gegessen haben, die Sandrina und der Arnold sind auch voll die Oberinfluencer auf Instagram. Ja, wir haben im Vorfeld schon besprochen, die dürfen nur unter der Voraussetzung am Video erscheinen. Wenn ein Instagram-Account da verlinkt wird, und den findet ihr jetzt unten in der Beschreibung, unbedingt vorbeischauen, da findet ihr die coolsten. Ja, was findet man denn da überhaupt? Haufen nette Büdel. Haufen nette Büdel, Lifestyle und die ärgsten Bergtouren aus dem Tenningau, gell? Mindestens. Der Weg für die Überschreitung kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Von der Scharte der roten Markierung nach Südosten ansteigend folgen. Auf dem auch von Schafen viel benutzten Steig ohne besondere Schwierigkeiten westlich unterhalb einiger Felszacken entlang, teils waagrecht, teils leicht fallend. Kurze Stellen 1. Man quert wiederum leicht fallend in die Rinne, in ihr etwas brüchig empor und nach rechts auf den Grat. Damit steht man oberhalb der südlichen Taghaube, die von hier aus recht unnahbar wirkt. Über steile Grashänge abwärts in einen Wiesensattel. Rechts steil hinunter, dann links queren über Schrofen direkt in die Scharte am Nordfuß der südlichen Taghaube. Auf einem Band unterhalb der senkrechten Felsen nach rechts. Dies meint er damit. In der folgenden Rinne aufwärts stellen 1 in eine schmale Scharte. Ab hier Drahtseil. Steil hinunter nach Klettersteig, Schwierigkeit Kategorie B und kurzer Quergang Kategorie A zu einem senkrechten, schmalen Kamin. Dieser ist mit Drahtseil und anfangs mit Rittstiften versehen und wird bis in eine weitere Scharte durchklettert. Etwa 8 bis 10 Meter, Klettersteig Kategorie B. In dem Schartl befindet sich gipfelseitig ein Bohrhaken samt Seilschlinge. Waagrecht auf Steigspuren nach Süden zum nahen Normalanstieg auf die Taghaube. Über einige Felsen, die mit Taltegriffen versehen sind,
in wenigen Minuten auf den Gipfel. Ja, denkt man auch gerade, das ganze Gewicht umsonst. Ah, da kraxelt's auf. Mega, wirklich. Oder? Top gemacht. Super, Herr. Wirklich mega. Bist du der Polizist immer noch? Ja. Okay. Aber dann ist es doch so geil, und jetzt, wenn du da oben schaust, ja, dass du hergekommen bist. Ja, vor allem, das ist ein Glücksgefühl jetzt da oben. Ja, schau. Du steckst da drin und denkst dir, Alter, keine Ahnung, wie ich da aufgekommen bin, ich bin jetzt klar. Alles ist möglich. Aber das ist immer der Vorteil, finde ich, an so einem Kamin, weil doch das, dass rechts und links von dir Stauwand ist. Das hast du nicht so das Gefühl, dass du auskommst? Was das Schlimme war für mich der Schlitz oben. Ja. Ja. Dass ich da loslasse. Aber wenn du jetzt oben schaust, ist schon. Ja, schon steil. Ohne. Cool, ja. Wow! Mega. Ja. Super. Sehr geil. Mega. Sehr geil. Sehr geil. Bleib geil. Mega. Ja, ehrlich. Du musst dir ja Aufnahmen sehen. Voll den. Ich muss ehrlich sagen, ich hab noch nie was da. Bei sie sind erst einmal so unfassbar ruhig. Du eigentlich bei dir ist dann auch. Du fragst nach, wohin, zack, zack. Dann. Eine ganze Stunde haben wir jetzt einen Rast gemacht auf der Dogham herum. Und wir waren sage und schreibe über eine ganze Stunde lang allein herum auf dem Gipfel. Und bevor das uns jetzt noch irgendwer entgegenkommt, gehen wir auch oben und den Abstieg zwang reichern. Da vorne ist der Parkplatz, da kommen wir her. Und da ist die Erichhütte, wo dann offen ist. Werden wir vielleicht noch ein bisschen zurückkehren. Der Abstieg erfolgt über den Normalweg der Taghaube. Dabei sind im oberen Teil ein paar unschwierige, aber etwas luftige Felsstufen zu überwinden, sowie eine kurze Leiter der Klettersteig Kategorie A. Der weitere Abstieg erfolgt auf dem geröllhaltigen Steig über den steilen Schutt- und Schrofenhang, bis man die Latschen und bald darauf den Wanderweg zur Erichhütte erreicht. Bist du eher aufpassen? Ich so aufpassen, ja. Bevor die Sonne jetzt noch untergeht, dürfen die drei Herrschaften ein Resümee machen. Top war's. Top war's. Klasse Tag mit euch, danke fürs Mitnehmen. Arnold, was würdest du sagen? Absolute Challenge heute, aber perfekt gemeistert mit so einer Führung. Perfekt. Die auch taugt gut, dass wir drin. Saugeil war's. War ja richtig cool. Gescheite Herausforderung. Aber mit so super Führer ist das gut gegangen. Und? Ja, einfach perfekt gewesen, oder? Und die zwei, finde ich, haben das echt richtig gut gemacht. Finde ich auch. Jetzt müssen wir auf Zeiten gehen. Das erste Mal seilversicherten Steigkamin gemacht, was wirklich steil war, muss man sagen. Ja. Wirklich voll souverän gemeistert. Und für uns war es auch mega cool. Echt eine schöne Tour. Kann man nicht sagen, das Herbstwetter nochmal perfekt ausgenutzt. Ja, für mich war es auch voll gewaltig, vor allem jetzt und dann der Kuchen da auf der Erichhütte. Da hinten wird das auch voll gesellig. Gell? Das der Knecht sagt, ist gewaltig. Der ist auch voll überzeugt, also das war richtig geil. Ja. War ein super Abschluss jetzt. Nein, war echt super. Also die Herbsttage noch so richtig schön genutzt einfach. Perfekt ausgenutzt. Ja. Und Fragen habe ich wie immer unten rein ins Kommentarfeld. Und die Verabschiedung, Kerenk, wie sagt man Pferdenk? Bergheil, bleibt's geil. Gewaltig!